Hallo Leute, zu einer Runde Skywars auf dem Hive-Server. Hive-Server auf Skywars ist ein bisschen anders da als Skywars wie zum Beispiel auf dem Gomme. Und ja, man baut hier Blöcke ab und bekommt Sachen. Gerade gesehen, wenn ich einen Dia-Block abbaue, bekomme ich Dia-Sachen. Bei Eisen bekomme ich Sachen zum Craften, die nützlich sind. Jo, bei Goldblöcken zufällig Sachen. Da kann aber auch ein Creeper rausspawnen. Das ist eher unangenehm. Oder hier rote Blöcke, da kann man Leben dazu bekommen oder auch Leben verlieren. Ist also ein bisschen. Oh, da haben wir aber Glück. Leben dazu bekommen oder Leben verlieren. Ist halt nicht immer ganz gut, die abzubauen, deswegen baue ich sie auch nie ab. Ja, was gibt's noch? Ah ja, die. Hier die Emeralds. Die geben Erfahrungs. Die geben zwei oder ein Level und Lapis. Verzaubern, was nachher im späteren Spielverlauf eher Sinn macht. Wenn man dann erst in der Mitte ist, weil der einzige Verzauberungsziel steht in der Mitte. Oh ja, noch eine Dia-Brust, das läuft ja gut. Eine zweite Dia-Brust. Okay. Ein Helm wäre ganz gut. Das ist eine Dia-Axt. Die braucht man eher relativ selten. Was wir nur brauchen können, sind Level. Level sind immer gut, vor allem wenn wir in die Mitte kommen. Und Crafting-Sachen, Eisen, Dias und so weiter. Aus den Goldblöcken kann man auch Lava-Eimer oder Tränke bekommen, was ganz praktisch sein kann. Weil es sind nicht nur Heiltränke, die man bekommt, sondern es sind auch Schadenstränke oder Gifttränke. Und die kann man taktisch einsetzen oder halt einen Lava-Eimer. Lava-Eimer ist mir immer am liebsten. Und ja, gucken wir mal auch hier drunter. Ja, hier sind noch welche. Und ein Creeper, den hauen wir lieber schnell kaputt. Je schneller, desto besser. Haben wir hier ein Crafting Table, wir haben nur vier Dias, uns fehlt noch ein Helm. Ich habe noch eine Truhe vergessen, fällt mir gerade auf. Die ist hier drin. Ah, hier ist ein Vergiftungstrank drin, was schon mal gar nicht so schlecht ist. Dann craften wir uns mal in der Schnelle einen Bogen. Das Gute ist, die Leute sind normalerweise nicht so schnell mit dem Creeper bauen hier. Das gibt einem Zeit und Zeit ist in diesem Spielmodus eigentlich immer gut. Je mehr Zeit man eigentlich hat, umso eher kann man sich aufbauen. Manchem Gegner gelingt das nicht so gut, weswegen sie auch gerne mal hinterherhängen. Also, jo. Also sagen wir es mal so, wenn man das gut durchorganisiert, kommt man bei Skywars doch schon ziemlich weit. Also ich bin jetzt ein passabler Skywars-Spieler. Ich bin kein guter Spieler, ich bin auch kein schlechter Spieler. Das gebe ich gerne zu. Aber ich habe auch meine Macken. Wie jeder, denke ich. Das sind wieder Dia-Schuhe. Jawohl, brauchen wir nicht. Was mir häufig auffällt momentan auf Servern, ist ein Blockbug. Wenn man einen Block abbaut und der Block ist aber instant wieder da. Das fällt mir in letzter Zeit sehr, sehr häufig auf. Was haben wir denn hier? Oh, da haben wir einen Dia-Helm. Sehr schön, da sind wir sogar voll Dia. Das ist nett. So, also wenn jetzt schon jemand rüber rusht und versucht mich hier zu hauen, ich bin voll Dia mit einem Dia-Schwert, wäre keine gute Idee. Dafür sind meine Dias jetzt nutzlos. Jetzt räumen wir erstmal das Inventar ein bisschen auf. Schmeißen mal alles weg. Gucken zu, wie der da drüben sich rüberbaut. Rüberbaute. Tja, das nennt man wohl Pech. Deswegen schaut man erst, wenn man sich rüberbaut. Naja. Okay, also wir sehen auch, wir haben Federn, Sticks und Flints. Das heißt, wir können uns sogar Pfeile bauen, aber wir haben 53 Pfeile. Normalerweise braucht man sich keine Pfeile zu craften. Eher in den seltensten Fällen. Was hier eher rar ist, ist Essen. Essen ist hier relativ rar gesät. Man bekommt es auch nur aus Goldblöcken. Oder wenn Tiere spawnen. Hier spawnen jetzt keine Tiere, soweit ich weiß. Von daher ist es ein bisschen schwierig. Oh, vielleicht treffen wir den ja. Ja, ein bisschen tiefer vielleicht. Ah, naja, er springt zurück, schade. Okay, gucken wir uns mal um. Es sind noch 10 Spieler am Leben. Das heißt also, ein Spieler. Oh, ne. Zwei Spieler sind tot. Oder einer. Ich weiß jetzt nicht, ob man mich damit, ob der Erzähler jetzt einen selbst mitzählt. Aber ich gehe lieber kein Risiko ein, da ist schon jemand in der Mitte. Sehen wir gerade mit
dir und einem und einem Goldhelm. Der ist ja fantastisch ausgerüstet. Ist mir Fuldea ja lieber. Er hat aber noch nichts verzaubert. Das wundert mich, ehrlich gesagt. Deswegen werde ich jetzt mal versuchen, mich Richtung Mitte zu bauen. Ja. Sind zwar noch 10 Spieler am Leben, da ist das ganz schön gefährlich. Weil jederzeit von der Seite ein Pfeil fliegen kann. Und natürlich kann der Spieler in der Mitte hellwach sein. Wenn der hellwach ist, habe ich ein Problem. Da ist gerade ein Pfeil geflogen, das habe ich gesehen. Da ist noch ein Pfeil geflogen. Einer tot, den haben wir. Ja, Frieden, nix Frieden. Das ist Skywars. Hier gibt's nicht sowas wie Frieden. Das wäre mir neu. Skywars mit Frieden. Naja, auf jeden Fall gucken wir mal jetzt mal. Gehen wir mal an den Verzauberungstisch. Und würde ich sagen, verzaubern wir mal unser Schwert. Machen wir mal Schaffe 1. Starke 1. Vielleicht verzaubern wir noch einen Helm auf Schutz. Können wir den wegschmeißen, den aufheben. Haben wir wenigstens schon mal was mit Schutz. Würde ich sagen. Ja, das ist schlecht. Das ist der Nachteil von einem vollen Inventar. Deswegen hebe ich auch nicht so gerne die Sachen auf von besiegten Gegnern. Weil die sind meistens unnötig. War auch der Goldhelm dabei. Ah, yeah. Die Schaufel kann auch noch weg. So, jetzt hoffen wir, dass wir noch nicht überfallen werden. Ja, super. Da haben wir Schutz auf der Brust. Da haben wir. Oh, kein Level mehr. Sehr schön. Wunderbar. Da müssen wir jetzt gucken, ob wir hier noch irgendwo Smaragdblöcke finden. Dann können wir die nämlich verzaubern. Also verzaubern, dann können wir die abbauen und dann kriegen wir Level und Lapis. Da haben wir schon einen. Zwei Level dazu und ein Lapis. Und jetzt können wir in die Chest in der Mitte gehen, die nur über eine bestimmte Zeit aufgeht. Ja, vier Enderperlen, ein Lava-Eimer. Den Rest brauchen wir ja nicht. Aber den Lava-Eimer könnten wir gerade benutzen, weil hier liegt noch so viel Stuff rum. Ich will nicht unbedingt, dass das jemand kriegt. Das wäre nicht schön. So, wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal wieder hoch zum Verzauberungstisch. Muss doch mal. Oh, das dann machen wir noch weg. Oh, mir ist kalt. Alter Schwede. Mir ist richtig arschkalt. Gar nicht, ich weiß gar nicht, ob man Arsch überhaupt sagen darf. Ist mir auch relativ arsch, egal. Okay, jo. Wir sind voll enchanted, haben einen Bogen mit Stärke 1, ein Schwert mit Schärfe 1. Tja, jetzt hält uns eigentlich im Grunde genommen nur noch wenig davon ab, die Runde zu gewinnen. Ich habe gerade gesehen, da ist noch jemand gestorben. Es sind also jetzt noch 5 Spieler. Ah, okay, das sind also noch 4 Spieler außer mir, die auf den Inseln postiert sind. Dann legen wir uns die Enderperle mal lieber noch hin. Können eigentlich noch ein bisschen. Ja, wir räumen erstmal auf. Die Dias brauche ich jetzt auch nicht mehr, genauso wenig wie den Flint, die Sticks, die Schaufel. Kohle braucht man eh nicht. Ja, da haben wir wieder ein bisschen Platz gemacht. Vielleicht noch das Essen ausrüsten. Ja, sehr schön. Okay, wir haben 4 Enderperlen. Dann schauen wir mal, wo wir rüber können. Da hinten könnten wir rüber. Ja, mal gucken, vielleicht treffen wir ihn ja auch. Ah, ne, der hat uns leider schon gesehen. Sehr schade, aber da sind die zwei. Das heißt, es fehlen noch zwei. Ja, das Problem hier auf dem Hive Skywars ist einfach, die Mitte ist riesig. Und da die Mitte riesig ist, hast du nicht alle Inseln im Blickfeld. Da hinten ist noch einer, sind drei, also fehlt nur noch einer. Wo könnte der sein? Da. Also. Tjo, und 4 Enderperlen. Ich
Schmeißen wir uns rüber. Ja, ein bisschen Action kann nicht schaden. Shit, wir hätten nicht runterfallen dürfen. Was zur Hölle? Hat er sich hier unten eingebaut? Da, schluck mal das. Na, wenn er denkt, dass ihm das hilft. Interessant. Oh, haben wir schon den ersten. Okay, ich muss sagen, der Fall ins Loch war jetzt nicht geplant. Aber wir sollten zurück Richtung Mitte. Da habe ich nämlich gerade was gesehen. Genau das habe ich gesehen. Oh, Hurensohn. So, den Schadenstrank werfen wir nicht mehr. Dafür essen wir einen Goldapfel. So. Endermite. So, machen wir die Lava hier erstmal weg. Okay, dann sind es noch 3 Spieler. Oh, das war knapp, Jungs und Mädels. Das war ganz schön knapp gerade. Der war nicht schlecht, der hat nicht schlecht gehittet. Das war verdammt knapp. Und, jo. Gucken wir mal weiter. Da hinten ist der nächste und dann fehlt noch einer. Den ich jetzt wirklich nicht mehr sehe. Shit. Naja. Ah, guck mal an. Arrivederci. So, dann schmeißen wir uns rüber. Und sagen dir mal noch Hallo. Und das war's. Das müsste unser Win sein. Und? Das ist unser Win. Ja. So, also das ist das Skywars auf dem Hype. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ich würde mich sehr freuen. Und jo, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer The Power of Shower. Ciao.